الله الرحمن الرحيم. الاسلوب gebührt Allah dem Herrn der Welten, der in seinem ehrwürdigen Koran so sagt: Beim Zeitalter, der Mensch befindet sich wahrlich in Verlust, außer denjenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun und einander die Wahrheit eindringlich empfehlen und einander die Standhaftigkeit eindringlich empfehlen. Zitat Ende. Ich bezeuge, dass es keinen Gott außer Allah gibt und dass unser Prophet Muhammad sein Anbetendiener und sein Gesandter ist. Allah Segen und Friede seien auf ihm und auf all seinen Angehörigen, seinen Gefährten und denen, die ihnen bis zum jüngsten Tag aufrichtig folgen. Es geht heute um die Ausnutzung der Zeit und die Gefahr des Verlustes derselben. Die Zeit hat eine große Bedeutung und einen kostbaren Wert im Leben des Menschen. Sie gehört zu den großen Wohltaten, die Allah uns gewährt hat. Allah der Erhabene sagt im Koran: Er hat euch die Sonne und den Mond in ihrem unablässigen Lauf dienstbar gemacht. Und er hat euch die Nacht und den Tag dienstbar gemacht. Zitat Ende. Wenn wir den ehrwürdigen Koran so betrachten, stellen wir fest, dass er der Zeit besondere Aufmerksamkeit schenkt. Vier Suren sind daher nach bestimmten Teilen der Zeit benannt. Suren Morgen, Dämmerung, Nacht, aufgehender Tag und Zeit. Außerdem schwört Allah an mehreren Koranstellen bei den Zeiten. Im Koran stehen so: Bei der Morgendämmerung und den 10 Nächten und dem geraden und dem ungeraden Tag. Zitat Ende. Bei einem zweiten Koranvers steht: Bei der Morgenhelle und der Nacht, wenn sie alles umhüllt. Zitat Ende. Bei einem dritten Koranvers steht: Bei dem Morgen, wenn er strahlt. Zitat Ende. Bei einem vierten Koranvers steht: Bei der Nacht, wenn sie alles überdeckt, und dem Tag, wenn er in seiner Helligkeit erscheint. Zitat Ende. Diese besondere koranische Aufmerksamkeit zeigt uns die Bedeutung der Zeit und die Notwendigkeit, sie in guten Werken auszunutzen, die der Seele, der Gesellschaft und dem Vaterland nützlich sind. Allah der Erhabene sagt so: So wird eifert nach den guten Dingen. Zitat Ende. Der Prophet, Allah Segen und Friede auf ihm, sagt in einem Hadith: Nütze 5 Dinge aus, bevor noch 5 kommen. Deine Jugend vor deinem Alter, deine Gesundheit vor deiner Krankheit, deinem Reichtum vor deinem Armut, deine Freizeit vor deinen Sorgen und dein Leben vor deinem Tod. Imam al-Hasan al-Basri sagte so: O Kind Adams, du bist nur eine Reihe von Tagen. Mit jedem Tag, der vergeht, vergeht ein Teil von dir. Zitat Ende. Deshalb müssen wir unsere Zeit ordnen, um jede Sekunde zu nutzen. Denn Aktivität führt zu Aktivität, Faulheit führt zu Faulheit und wenig mit wenig macht viel. Das Leben des Menschen ist eine Menge von zeitlichen Einheiten, die sein ganzes Leben ausmachen. Ein arabischer Dichter sagte so in einer Dichtung: Der Herzschlag sagt es, das Leben besteht aus Minuten und Sekunden. Zitat Ende. Wir bekräftigen jedoch, dass das Alter und das wirkliche Leben eines Menschen das ist, was er an Wissen, intellektueller Erbe oder wissenschaftlicher Produktion, ob theoretisch oder angewandt, hervorbringt oder hinterlässt. Und alles das, was er der Menschheit zur Verfügung stellt, unabhängig davon, wie lange er lebt. Ein anderer arabischer Dichter sagte so: Das Alter eines Menschen wird nach seinem Ruhm gezählt, nicht nach seiner Lebensdauer. Und sein Tod ist seine Ehrlosigkeit und nicht sein sofortiges Ableben. Also belebe deinen Ruhm durch gute Taten, welche du vollbringst. So vereinst du zwei Zeitalter im selben Leben. Zitat Ende. Der Segen des Lebens ist nicht auf seine Länge beschränkt. Es geht vielmehr um das, was der Mensch während seines Lebens im Dienste seiner Religion, seines Lebens und der Menschen darbietet und tut. Die besten Menschen sind daher diejenigen, deren Leben lang ist und deren Werke gut sind. Und die schlimmsten Menschen sind diejenigen, deren Leben lang ist und deren Taten schlecht sind. Die besten Menschen sind auch diejenigen, die den Menschen am meisten nützen. Der Prophet Muhammad, Allah Segen und die Friede auf ihm, sagte so in einer Überlieferung: Die Menschen, die bei Allah am meisten geschätzt werden, sind diejenigen, die den Menschen
am meisten nützen. In einer weiteren Überlieferung wurde der Prophet Mohammed danach gefragt, welche sind die besten Menschen? Der Prophet antwortete, diejenigen, deren Leben lang und deren Werke gut sind. Welche Menschen sind die schlimmsten? Der Prophet antwortete, diejenigen, deren Leben lang und deren Werk schlecht ist. Zitat Ende. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten. Allah Segen und Friede sein auf dem letzten Propheten Mohammed, seiner Familie und seinen Gefährten. Genauso sehr, wie die islamische Scharia uns ermahnt, die Zeit gut zu nutzen, warnt sie uns auch vor Sorglosigkeit und Zeitverschwendung. Im ehrwürdigen Koran steht, gebt aus von dem, womit wir euch versorgt haben, bevor zu einem von euch der Tod kommt. Und er dann sagt, mein Herr, würdest du mich doch auf eine kurze Frist zurückstellen, dann würde ich Almosen geben und zu den Rechtschaffenen gehören. Allah wird aber keine Seele zurückstellen, wenn ihre Frist kommt. Und Allah ist kündig dessen, was ihr tut. Zitat Ende. Der Prophet Mohammed, Allah Segen und Friede auf ihm, sagte so in einer weiteren Überlieferung, es gibt zwei Wohltaten, die von vielen Menschen missbraucht werden, Gesundheit und Freizeit. Zitat Ende. Er sagte auch, die Füße eines jeden Menschen werden sich am letzten Tag nicht bewegen, bis er über vier Dinge befragt wird. Über sein Leben, wie er es verbrachte, über seine Jugend, wie er sie verbrauchte, über sein Vermögen, also woher er es erwarb und wofür er es ausgab, und über sein Wissen, wie er es anwandte. Zitat Ende. Der Prophet Mohammed sagte ferner, tue Wohltaten, bevor du sie nicht mehr tun kannst. Zitat Ende. Manche Menschen so werden aber von der Zeit beraubt. Andernfalls versuchen sie, die Zeit totzuschlagen, denn sie leben einen Müßiggang voller Überdruss. Sie sind weder in religiösen noch in alltäglichen Angelegenheiten fleißig. Abdullah ibn Mas'ud, Allahs Wohlgefallen auf ihm, sagte so in einer Aussage, ich hasse es, den Menschen müßig zu sehen, nicht fleißig in den Angelegenheiten des Lebens und nicht fleißig in den Angelegenheiten des Jenseits. Gesegnet sei der Dichter, der sagt, die Zeit ist das Kostbarste, das zu bewahren ist. Dennoch finde ich, dass sie leicht zu verschwenden ist. Zitat Ende. Daher müssen wir unsere Zeit mit dem füllen, was nützlich ist, was unserer Gesellschaft und unserem Vaterland dient, was Erfolg, Fortschritt und Glück sowohl im Diesseits als auch im Jenseits bewirken könnte. Möge Allah uns den Segen in Zeiten und Zeitaltern gewähren. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.